Könnt ihr euch vorstellen, dass Milliarden von unidentifizierbaren interstellaren Strukturen in unserem Sonnensystem unterwegs sind und wir wissen nichts davon? Interstellare Strukturen können Gesteinsbrocken, aber auch Sonden oder andere Körper sein, die von Welten außerhalb unseres Sonnensystems zu uns kommen. Möglicherweise sahen wir mit Oumuamua erstmals eine solche Struktur und der Verdacht, den Forscher nun bezüglich dieses Objekts haben, wird euch einen Schauer über den Rücken jagen. Vor einigen Jahren flog ein sonderbares Objekt durch unser Sonnensystem, das Forscher Oumuamua nannten. Die fast einen Kilometer lange, nicht identifizierbare Struktur raste mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Sonnensystem, fetzte an der Erde vorbei, drehte um die Sonne und flog dann wieder davon. Oumuamua war so seltsam, dass bis heute niemand eine Erklärung dafür hat, was dieses Ding war oder woher es kam. Oumuamua war offiziell das erste Objekt, das von außerhalb des Sonnensystems zu uns kam, doch einige Forscher behaupten, dass dies ein Irrtum ist. Viel besser wäre zu sagen, Oumuamua war das erste dieser Art, das wir bemerkt haben. Auch Oumuamua fiel den Astronomen nur durch einen Zufall auf und Forscher haben seitdem einen schrecklichen Verdacht. Studien über die wahre Beschaffenheit von Oumuamua haben eine erschreckende Ähnlichkeit mit einigen Gesteinsbrocken und Strukturen gezeigt, die sich ganz in der Nähe der Erde aufhalten. Bedeutet dies nun, dass auch diese Gesteinsbrocken interstellarer Natur sind? Und worauf deuten diese Strukturen hin? Diese fremdartigen Besucher ließen einen heftigen Streit unter Wissenschaftlern ausbrechen. Künstliche Schöpfungen außerirdischen Ursprungs. Rund um den Streit um Oumuamua wurden erstmals einige Gesteinsbrocken untersucht, die in auffälligen Formationen im Sonnensystem unterwegs sind. Diese Brocken sind viel kleiner wie Oumuamua und oft nur etwas größer als ein Fußball, doch sie sind zahlreich und sie waren die einzigen Strukturen weit und breit, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Oumuamua besitzen. Die Farbe, die sonderbare Mischung aus Gestein und Metallen und die Dichte zeigte Wissenschaftlern, dass es eine Art Verwandtschaft zwischen den Brocken und dem fremdartigen Besucher aus einer anderen Welt geben kann. Bedeutet das, dass dieses Gestein auch aus fremden Welten stammt und wir haben es nie mitbekommen? Computerprogramme haben berechnet, dass es in unserem Sonnensystem etwa 4 Quintillionen außerirdische Strukturen geben kann. 4 Quintillionen sind eine 4 mit 18 Nullen. Jede dieser Strukturen könnte ein Besucher von einem anderen Stern sein und einige davon könnten künstlich erschaffen worden sein. Avi Loeb, ein Astronom, der sich eingehend mit Oumuamua beschäftigte, warnte die wissenschaftliche Gemeinde, sie müsse bereit sein, anzuerkennen, dass Oumuamua möglicherweise eine sehr getarnte außerirdische Sonde oder sogar ein Raumschiff war. Besucher aus der Oortschen Wolke. Nach Oumuamuas Durchflug begannen Forscher, unser Sonnensystem noch akribischer zu durchsuchen, um Gesteinsbrocken, die irgendwie sonderbar sind, aufzuspüren. Dabei fiel ein massives Objekt auf, das offenbar von den äußersten Rändern des Sonnensystems langsam ins Innere wabert. Und dieser Brocken ist unglaubliche 120 Kilometer breit. Aufgefallen war die Anomalie in Daten vom Dark Energy Survey Programm. Die unerwartete Entdeckung verursachte erneut Aufregung innerhalb der Astronomen. Ein Objekt von ungewöhnlich großer Größe, von abnormaler Herkunft und wesentlich größer als Oumuamua wirkte wie ein Schock. 120 Kilometer sind gigantisch. Der Asteroid, der die Dinosaurier tötete, hatte nur einen Durchmesser von etwa 15 Kilometern. Das Objekt nähert sich unserem Sonnensystem aus der Oortschen Wolke, einer riesigen Region, die sich bereits außerhalb der deutlich messbaren Heliosphäre befindet, aber immer noch zu unserem Sonnensystem gehört. Die Oortsche Wolke beherbergt Milliarden Gesteinsbrocken, Staub, Asteroiden und Kometen. Bisher nahm man an, die Objekte stammten aus den ersten Tagen unseres Sonnensystems. Reste von Staub, Gestein und Trümmer, die übrig blieben, als die Sonne, Planeten und Monde geboren wurden. Da die Oortsche Wolke aber so weit draußen ist, ist es auch denkbar, dass sie interstellare Objekte angesammelt hat. Noch niemals war eine Sonde dort. Die Voyager-Sonden, die 1977 gestartet sind, werden die Wolke in vielen Jahrzehnten erreichen. Dabei haben sie längst die eigentliche Grenze des Sonnensystems verlassen. Die Oortsche Wolke ist ein Hort der Mysterien. 10.000 bis 20.000 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde ist diese kosmische Wolke so dunkel und so kalt, dass sie noch nie gesehen wurde. Nicht einmal von unserem leistungsstärksten Teleskopen. Wissenschaftler sind sich trotzdem sicher, dass das 120 Kilometer breite Objekt von der Wolke zu uns kommt. Ist sie damit ein interstellarer Besucher oder doch ein Objekt des Sonnensystems? C 2014 UN 271 Bernardinelli-Bernstein.
Auf seiner aktuellen Flugbahn benötigt das Objekt fast 5,5 Millionen Jahre, um nur eine Schleife seiner Umlaufbahn zu vervollständigen. Doch es wird langsam nach innen gezogen und der 120 Kilometer Brocken wird seine Flugbahn dabei immer wieder verändern. Der wandernde Besucher wurde bisher als C-2014-UN-271 bezeichnet. Momentan befindet es sich auf einem langsamen Weg in Richtung Sonne. Das Hubble-Weltraumteleskop maß die Eigenschaften des Objektes und kam darauf, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Kometen handelt. Das Objekt ist wahrscheinlich reich an Eis und befindet sich derzeit etwa 3 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. C-2014-UN-271 oder etwas einfacher Bernardinelli-Bernstein ist sehr wahrscheinlich der größte Komet in der Geschichte der bisherigen Astronomie. Seine erdnächste Position wird er im Jahr 2031 erreichen. Obwohl Bernardinelli-Bernstein jetzt noch sehr weit weg ist, nähert er sich also doch vergleichsweise schnell. Die gute Nachricht ist, dass der Komet 2031 auf die Höhe der Umlaufbahn des Saturn kommen wird. Dann lenkt ihn die Kraft des Gasriesen auf eine neue Bahn. Der Komet dreht dann viele weitere behäbige Runden um die Sonne und wird vermutlich wieder versuchen, ins Innere des Sonnensystems zu fliegen. Kometen, die so ihre Bahn ziehen, werden als Langzeitkometen bezeichnet. Irgendwelche Verschiebungen in der Gravitation ziehen die Brocken aus der Oortschen Wolke ins Innere. Möglicherweise sind es sogar Spannungen zwischen Sternen selbst, die den Anstoß der Wanderung geben. Das würde bedeuten, dass eine Wechselwirkung zwischen Alpha Centauri und unserer Sonne Kometen aus der Oortschen Wolke loslösen und ins Innere des Sonnensystems drücken können. Solche Vorgänge sind nicht ungewöhnlich, das passiert auch ständig im Inneren, wenn die gravitativen Spiele zwischen Jupiter und der Sonne oder den äußeren Bereichen des Systems und der Sonne Asteroiden und Kometen aus dem Hauptasteroidengürtel oder dem Kuipergürtel ins Innere drücken. Wir sind durch die Schwerkraft der Gasriesen zum Glück weitestgehend geschützt, wobei Forschungen ergeben haben, dass auch Jupiter manchmal Brocken wie Geschosse Richtung Sonne schicken kann. Langzeitdokumentation eines Riesenkometen. Meg Schwamp, eine Expertin für den Kuipergürtel und die Oortsche Wolke an der Queen's University in Belfast, wird Bernardinelli-Bernstein auf seiner langen Reise begleiten und diese dokumentieren. Beobachtet wird der Komet unter anderem mit einem der besten Observatorien dieser Welt in Chile. Alle drei Nächte wird die Position des Kometen neu abgebildet und mit der Zeit entsteht ein Film, der das Verhalten von Bernardinelli-Bernstein über ein Jahrzehnt hinweg dokumentieren wird. Bernardinelli-Bernstein gibt jedoch jetzt schon Rätsel auf, denn das Objekt zeigte bisher die typische Wolke aus Eissublimationen, die von der Oberfläche des Kometen gestreut wird. Kurzzeitig bestand daher der Verdacht, auch dieses Objekt könnte Oumuamua ähneln, der sich weder als Komet noch als Asteroid klassifizieren ließ. Für beide Möglichkeiten fehlten die typischen Merkmale. Einige Forscher haben vorgeschlagen, dass Bernardinelli-Bernstein ein perfektes Ziel für eine Sonde sein könnte. Erstmals könnten wir ein Objekt der Oortschen Wolke näher untersuchen. Die Sonde soll landen, sich eine Probe schnappen und dann zur Erde zurückkehren. Sonde zu Oumuamua. Auch Oumuamua soll Besuch durch eine Sonde bekommen. Das Projekt Lyra war für den Februar 2028 angekündigt. 4 Jahre lang müsste die Sonde Beschleunigungsmanöver an der Erde, der Venus und Jupiter fliegen, damit sie Oumuamua zwischen 2050 und 2054 erreicht. Eine andere Variante sieht vor, dass eine Sonde in einen Gravitationsbrunnen nahe der Sonne gelenkt wird. Die extreme Beschleunigung würde dann ausreichen, um Oumuamua noch früher zu erreichen. Doch diese Variante würde die Forschungseinheit sehr nah an die Sonne bringen, wodurch ein spezieller Schutz notwendig wäre. Die letzte Möglichkeit sieht schließlich ein riskantes Beschleunigungsmanöver bei Jupiter vor. Oder aber die Wissenschaftler warten einfach, bis ein weiteres Objekt wie Oumuamua auftaucht und schicken dann eine Sonde los. Doch wann wird das sein? Und was, wenn Oumuamua einzigartig war? Bis wir Fakten haben, werden sich die Wissenschaftler weiter streiten, was Oumuamua wirklich war. Die Studien haben unterschiedliche Varianten hervorgebracht. Einen Wasserstoffeisberg, einen Stickstoffeisberg, ein außerirdisches Sonnensegel, Fragmente eines durch einen gewaltigen Impact zerstörten Planeten und so weiter. Alle diese Erklärungen haben eines gemeinsam. Sie sind außergewöhnlich, doch bringen sie uns der Wahrheit näher? Computer berechneten, dass theoretisch 7 Objekte wie Oumuamua pro Jahr durch unser Sonnensystem reisen, nur sehen wir sie normalerweise nicht. In diesem Fall wäre Oumuamua gar nicht so selten und einzigartig. Diese Struktur ist uns nur zum ersten Mal aufgefallen.
Avi Loeb warnt jedoch, um Mumma nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und nicht alles Computerstatistiken zu überlassen. Handelte es sich bei dem Objekt um eine außerirdische Sonde, kann es ein einzigartiger Besucher gewesen sein und Wissenschaftler können lange warten, bis etwas Vergleichbares noch einmal vorbeifliegt. Viel einfacher wäre es, Besucher wie Oumuamua mit Teleskopen zu beobachten. Doch gerade Oumuamua zeigte, wie aussichtslos dieses Unterfangen sein kann. Dutzende Teleskope verfolgten den sonderbaren Besucher und alle kamen zu anderen Schlüssen bezüglich der Größe, Form und Farbe. Es schien fast so, als entziehe sich das Objekt der exakten Beobachtung und dieser Umstand brachte Avi Loeb dazu, an eine Art Tarnvorrichtung zu denken. Doch wer schickt eine Sonde aus einem fernen Sternensystem zu uns? Oumuamua muss mehrere hunderttausend Jahre unterwegs gewesen sein. Es könnte sein, dass sich das Objekt zufällig in unser Sonnensystem verirrt hat. Einigen Experten zufolge spricht aber ein Umstand gegen diese Annahme. Oumuamua war zu schnell und zu zielstrebig. Das gesamte Flugverhalten des Dings aus einer fremden Welt ähnelte mehr einem ferngesteuerten Objekt, das genau wusste, wo es hin wollte. Kurz vor der Sonne flog Oumuamua eine Schleife, die keiner bekannten Gravitationslinie oder Flugbahn entsprach. Da dieser mysteriöse Reisende offenbar dazu in der Lage ist, seinen Kurs auf seltsame Weise zu ändern, können wir uns auch nicht 100% sicher sein, wo es herkam. Der Winkel des Vorbeiflugs an der Erde ließ sich zunächst bis ins Sternbild Lyra zurückverfolgen, doch das war bevor Oumuamua eindrucksvoll vorführte, dass es an keine feste Bahn gebunden ist. Das sonderbare Flugverhalten brachte einige Forscher darauf, dass Oumuamua möglicherweise einer Bahn folgt, die Teil einer bisher unbekannten Struktur ist. So könnte es sein, dass eine interstellare Kometenumlaufbahn existiert, die wir bisher einfach nicht kennen. Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, errechneten Computer 4 Quintillionen Möglichkeiten und Strukturen. Welche davon der Wahrheit entspricht, werden nur weitere Beobachtungen zeigen. Apropos weitere Beobachtung, wenn du uns weiter beobachten willst, klick jetzt gerne auf Like und abonnieren, denn so wirst du kein neues Video mehr verpassen. Bis dann!